Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Und in diesem Video soll es mal wieder um Schwangerschaftsbeschwerden gehen, und zwar um Rückenschmerzen und Ischiasbeschwerden. Viele Frauen kennen es, ich hatte es auch in der Schwangerschaft, wirklich dieser stechende Schmerz im Kreuzbein, hinten im Rücken, manchmal auch, dass es in die Hüfte einschießt und auch ins Bein. Und ganz viele Frauen kennen dieses Leid, und genau darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Mein Name ist Laura Roman-Höhn, ich bin Mama von 4 Kindern und Hebamme seit über 10 Jahren, und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Also wenn du ab jetzt an nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere direkt den Kanal. Und wir gehen jetzt auf die Ursachen von Ischiasbeschwerden und Rückenschmerzen ein. Also warum entsteht das eigentlich so gehäuft in der Schwangerschaft? Und dann später sprechen wir darüber, was euch gegebenenfalls dagegen helfen kann. Also erstmal vorweg gesagt, Ischiasbeschwerden und Rückenschmerzen in der Schwangerschaft sind überhaupt nicht ungewöhnlich und betreffen ganz, ganz viele Frauen. Vielleicht wollt ihr direkt in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch davon betroffen seid und was euch gut geholfen hat. Es ist natürlich so, der Bauch wächst, er wird immer größer. Dann ist es so, dadurch, dass der Bauch einen ja auch so ein bisschen nach vorne zieht, auch die Brust wächst, dass man in der Schwangerschaft ein Hohlkreuz entwickelt, also eine Schwangerschaftslordose, die auch dazu führt, dass man manchmal in eine ungünstige Haltung verfällt und dass einfach auch Rückenschmerzen begünstigt werden, dass die Muskulatur sich auch eher verkrampft hinten im Rücken, und einfach durch den wachsenden Bauch, durch das wachsende Baby, durch den Druck von Schwangerschaft zu Schwangerschaftswoche auch mehr nach unten, entsteht einfach mehr Druck auf euer Becken, entsteht mehr Druck auf eure Gesäßmuskulatur, und das führt dazu, dass einfach das Gewebe ja verkrampft und dann diese Rückenschmerzen auftreten können und dass einfach auch der Ischiasnerv immer mehr gereizt wird und dann auch diese Schmerzen auftreten können in diesem Bereich. Auch die stetige Gewichtszunahme, die man ja in der Schwangerschaft logischerweise hat, führt dazu, dass natürlich noch mehr Druck aufs Becken und auf die Gesäßmuskulatur ausgeübt wird. Und bei manchen Frauen ist wirklich der Nerv, der Ischiasnerv, so gereizt, dass einfach auch ein Dauerschmerz auftritt, der gar nicht mehr richtig weggeht und der einen dann auch natürlich beeinträchtigt im Alltag, zum Beispiel beim Laufen oder Treppensteigen, einfach in Bewegung. Und zudem ist es oft so, dass wir Frauen eher dazu neigen, weniger Rückenmuskulatur zu haben. Und auch dann ist man eher begünstigt, einfach Rückenschmerzen zu bekommen, generell zu bekommen und auch in der Schwangerschaft zu bekommen. Aber was hilft denn jetzt dagegen? Ja, es ist so, dass man ja dazu neigt, wenn man Schmerzen hat, erstmal in so eine Schockstarre zu verfallen und sich erstmal nicht mehr zu bewegen und nicht mehr aus seiner Komfortzone rauszukommen, weil man einfach das Gefühl hat, jede Bewegung tut weh und ist schmerzhaft. Aber im Prinzip wäre genau das Gegenteil gut, nämlich Bewegung. Also mehr Bewegung in den Alltag einbauen, wirklich mal einen Spaziergang machen, mehr am Tag, oder die Treppen nehmen anstatt den Fahrstuhl, Fahrrad fahren, all diese Dinge, die man gut in den Alltag einbauen kann, zum Beispiel, wenn ihr eh auf dem Weg seid in die Kita, euer großes Kind abholen, oder wenn ihr zur Arbeit seid etc. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, und zusätzlich Sport in die Schwangerschaft mit einzubauen, also Bewegung. Das heißt zum Beispiel Yoga, Pilates, Gymnastik. Schwimmen ist auch total gut, Aquagymnastik, das sind alles so Sportarten, die man super gut in der Schwangerschaft machen kann und die einfach helfen, die Muskulatur zu entkrampfen und wieder zu entspannen. Dann, was auch immer gut helfen kann, ist Wärme, also eine warme Badewanne, ein entspanntes, wirklich warmes Bad kann total lindernd sich auswirken. Auch ich fand das super angenehm in der Schwangerschaft. Ich bin so gerne baden gegangen, weil ich auch immer danach das Gefühl hatte, ich kann mich besser bewegen und irgendwie ist alles ein bisschen lockerer und weicher. Genauso gut kann auch eine warme Dusche sein. Auch das kann total wohltuend sein. Und was ich auch gerne mochte und was viele Frauen machen, ist zum Beispiel ein warmes Körnerkissen, sich wirklich hinten in den Rückenbereich zu legen, dort, wo es vielleicht unangenehm ist oder schmerzhaft ist. Auch das ist total angenehm und kann man einfach auch in den Alltag einbauen. Also auch wenn ihr im Büro zum Beispiel seid, nehmt euer Körnerkissen mit, macht das warm und legt euch das hinten in den Rücken, dass ihr einfach das auch in euren Alltag mit integrieren könnt. Und zum Beispiel, wenn ihr auf der Arbeit seid und viel sitzende Tätigkeit habt, schaut mal, dass ihr eure Position regelmäßig verändert. Mal aufstehen, mal hinsetzen, vielleicht habt ihr auch einen Petsyball im Büro, mal ein bisschen kreisende Bewegungen darauf machen. Auch sowas kann helfen, aus diesem Schmerz rauszukommen. Dann kann man natürlich
zusätzlich auch noch Magnesiumcitrat einnehmen. Auch das wirkt sich ja entkrampfend, entspannend auf die Muskulatur aus und kann auch helfen, wenn ihr wirklich doll geplagt seid von Rückenschmerzen. Fragt dazu auch gerne nochmal euren Arzt, eure Ärztin, welches Präparat ihr verwenden könnt und ja, wie viel Magnesium ihr einnehmen sollt über den Tag verteilt. Was auch hilfreich sein kann, ist, sich wirklich regelmäßig zu dehnen. Also immer mal wieder so Dehnungen in den Tag einbauen. Morgens und abends zum Beispiel oder gerne auch dreimal täglich. Sich einfach die Zeit nehmen und wirklich sich regelmäßig dehnen. Ja, und dadurch wird die Muskulatur auch weicher. Und es ist wirklich so, dass das sehr, sehr gut hilft gegen den Schmerz. Dann, was auch unterstützend wirklich gut helfen kann, ist zum Beispiel Akupunktur und Taping. Einfach mal austesten bei eurer Hebamme oder vielleicht auch bei eurem Arzt, eurer Ärztin oder vielleicht in einer Physiotherapiepraxis. Auch damit habe ich persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und kenne viele Frauen, denen das auch wirklich gut geholfen hat. Das muss man einfach austesten. Einigen hilft das sehr, sehr gut. Andere sagen, nee, mir hat das überhaupt nicht geholfen. Von daher, wenn ihr wirklich geplagt seid, Mut dazu, es einfach mal auszuprobieren. Was auch möglich ist, sind Massagen. Massagen können ja auch im Liegen auf der Seite stattfinden und auch das kann sehr, sehr wohltuend sein, weil das natürlich das Gewebe locker, zudem angenehm ist. Man kann sich entspannen und häufig merkt man eine Verbesserung von Termin zu Termin. Fragt auch da gerne mal bei eurem Physiotherapeuten oder in eurer Physiotherapiepraxis nach oder fragt auch euren Frauenarzt, eure Frauenärztin mal bei Beschwerden, ob er oder sie gegebenenfalls ein Rezept ausstellen kann für Physiotherapie. Und Physiotherapie natürlich nicht nur zur Massage, sondern auch einfach, um Dehnübungen gezeigt zu bekommen, angeleitet zu werden, vielleicht wie man auch seine Haltung optimieren kann im Alltag und ansonsten auch für Entspannungsübungen etc. Die haben natürlich nochmal einen sehr, sehr versierten Blick auf die Sache und können vielen Frauen immer sehr, sehr gut weiterhelfen, muss ich sagen. Manchmal ist der Schmerz auch so ausgeprägt, dass man wirklich sich gar nicht mehr bewegen mag und kann. Und wenn das alles nichts hilft, dann auf jeden Fall auch Rücksprache mit eurem Arzt, eurer Ärztin halten, was es jetzt noch für weitere Möglichkeiten gibt, die euch vielleicht unterstützen können. Bei Bedarf können auch Schmerzmittel eingesetzt werden, aber das natürlich immer nur nach Rücksprache mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Video und ihr habt vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen können, der vielleicht auch eure Beschwerden lindert. Mich würde wahnsinnig interessieren, was ihr für Schwangerschaftsbeschwerden hattet und ja, zu was für einem Thema ihr vielleicht nochmal ein Video wollt in Bezug auf Beschwerden. Wenn euch da was einfällt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Bis dann!